Willkommen zurück zu meinem Let's Play Pokémon Gelb. Vielleicht der heute sogar letzte, die letzte Aufnahmesession. Aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir die Top 4 besiegen. Ich kann euch ja mal gerade... Ah, nee. Ich hab das total vergessen. Ich muss jetzt erstmal meine anderen Pokémon wieder hier holen. Pilzpilz, genau. So, da habt ihr hier Christoph, den habe ich glaube ich gar nicht oder nur ein bisschen gelevelt. Dann den Dave, den habe ich ziemlich hochgezogen, ja. Den Lars habe ich auch ein bisschen gelevelt. Die Shen habe ich auch gelevelt. Und jetzt wundert ihr euch, denn es ist ja Level 65 und das liegt daran, dass ich ihn halt immer zum Ziehen benutzt habe. What the fuck? Dass ich ihn halt immer ein bisschen zum Ziehen benutzt habe. Wenn zum Beispiel jetzt Christoph nämlich, weil... Also ich habe das so gemacht, ich habe es so gelevelt, indem ich nicht zurück in die Höhle immer gegangen bin. Sondern ich habe mir erstmal mein ganzes Geld ausgegeben. Ich habe mir alles mögliche, ich habe Beleber gekauft und alles. Und habe dann in der Arena immer gegen die ersten paar Arenenfuzzis gekämpft. Ging schneller. Und man kriegt halt viel mehr Energie, würde ich sagen. Erfahrungspunkte und ja. Deshalb kenne ich schon, also die ersten beiden Fuzzis kenne ich auf jeden Fall. Den dritten weiß ich nicht. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, was das für einer ist. Ja, jetzt werden wir hier mal noch gerade sortieren. Und zwar, Dennis kommt nach ganz oben, weil Blitz ist beim ersten Arena-Spacken, also Top 4-Spacken, ganz gut. Dann kommt die Shen. Oh, fuck. Jetzt habe ich mich vertauscht. Nein. So. Und dann weiß ich nicht. Dave war eigentlich auch ganz gut bei den ersten beiden. Deswegen lasse ich den mal auf der 3. Und dann den Alex, weil Alex ist eigentlich so ganz gut. Ich glaube, so lasse ich das mal. Glaube ich. Und jetzt werden wir sehen, was passiert. Ich werde jetzt aber noch mal abspeichern, damit ich das nicht alles nochmal machen muss. Jo. Wie ihr seht, ich habe 42 Stunden. Ich habe in der Mittagspause immer ein bisschen gelevelt. Aber ich habe auch zwischendurch mal angelassen und so. Und von daher kann man sich eigentlich auf die Zeit, die da steht, nicht mehr verlassen. Also es ist keine reine Spielzeit mehr. Gut, dann würde ich sagen, begeben wir uns hier rein. Ich werde das alles nochmal vorlesen. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei und gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Die Kraft von Eisattacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winseln, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Bist du bereit? Natürlich. Ist jetzt, glaube ich, schon wieder ein Monat her, dass ich aufgenommen habe. Auf jeden Fall kommt jetzt als allererstes Yugong. Obwohl, wir sind glaube ich schon mal bis Lapras gekommen oder so hier. Und normalerweise müsste das jetzt hier alles gewonnen-hittet werden. Ja, natürlich. Ein Austausch. Überraschend. Nein, wir möchten nicht tauschen. Ich hätte vielleicht so AP-Dinger kaufen sollen. Ein Lamus. Nein, ich möchte nicht tauschen. Auf jeden Fall, ich habe jetzt auch mit Pokémon Go angefangen. Also was heißt, ich habe jetzt angefangen mit Pokémon Go. Ich habe am 21.07. mit Pokémon angefangen. Pokémon Go.
Jo, dann erreicht Dennis jetzt auch mal Level 66. ja, und bin jetzt mittlerweile Level 19, werde aber morgen Level 20. Und wir haben heute den 8.8., also das ist sehr aktuell, was ihr hier seht. Das ist quasi noch live. So, das funktioniert ja jetzt hier alles ganz gut, ne? Ja, bei Rosanna ist das... Nee, jetzt pennt der. Ich werde auf jeden Fall zwischendurch nicht speichern. Ich habe keinen Bock mehr, meinen Kram neu zu kaufen. Moment, hier Geowurf. So. Ansonsten gibt es eigentlich nichts Neues. Ich habe Ferien. Ja. Ne, Geowurf ist, glaube ich, ganz gut. Vor allem bei so einem dicken Labras. Das war nicht so gut. Fußkick. Ja! Ja, damit kann ich leben. Was ist jetzt? Paralysiert, ne? Ja, natürlich. Oh. Nicht dich selbst angreifen. Oh, Mann, Dave ist tot. Vor allem, ich weiß nicht, was in der dritten Dings kommt. Das fliegt empor. So. Jetzt immer schon mal die erste. Wie kannst du es wagen? Geschafft. Du bist besser als ich dachte. Geh ruhig weiter. Das hier war nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die ich noch erwarten. Punkt. Okay. Wir werden jetzt erstmal, habe ich einen Aufweger. Oh, ein Aufweger. Ein Aufwecker oder sowas. Hier, ich habe doch Pokéflöte. Eine schöne Melodie. Oh, ist ja schön, dass das funktioniert. Ach man. Das war ich. Top Genesung war das, ne? Ja. Und ein Beleber auf Dave. Wie, also ich werde nicht abspeichern, weil ich halt keinen Bock habe. Hier. Anhänger. Weil ich keine Lust habe, mir die Sachen neu zu kaufen. Und dann hoffe ich einfach mal, dass ich dann irgendwie einen besseren Run habe. Weil ich bin zum Beispiel, ich glaube, mit einem Pokémon oder so bis Ende vom zweiten gekommen. Und da war ich noch sehr, sehr am Anfang vom Leveln. Oh, ich habe das gar nicht vorgelesen. Ich habe meine Pokémon pausenlos trainiert. Julle, wir werden dich mit unserer Kraft bezwingen. Ach Mist, ich hätte aufs Metbo tauschen sollen. Zum Angriff! Na gut. Bruno setzt Onix ein. Bruno. Hört sich sehr haarig an. Oh, bitte Onix. Okay.
sollte jetzt hier eigentlich locker flockig. Bitte töte dich selbst. Ja, oder so, das ist auch okay. So, Nocturne. Ich möchte nicht wechseln. Was habt, also wenn ihr Pokémon Go spielt, mich würde mal interessieren, was ihr so als Starter-Pokémon genommen habt. Ich bin ganz froh, dass ich Glumanda genommen habe, weil ich habe bisher noch nie einen Glumanda hier irgendwo gesehen. Ich habe ein paar Bisasams gefangen, ein paar Shiggies und ein Pikachu. Aber Glumandas habe ich noch gar nicht gesehen. Möchtest du wechseln? Nö. Kiki ist cool. Mit seinen komischen Beinchen. Nein, ich möchte nicht wechseln. Ah! Hätte ich vielleicht auch beim ersten machen sollen. Mann! Erdbeben! Was geben? Ich weiß auf jeden Fall schon, was ich als nächstes Let's Play machen werde, aber das werdet ihr erfahren. Oh, ein Matschumein. Wenn ich hier fertig bin mit dem Let's Play. Und was mir aufgefallen ist, ich habe mir nochmal den Pokémon-Rap angehört und die sagen wirklich Macholo in dem Lied. Das hätte ich nicht gedacht. Oh, jetzt kriegt Chen auf Fresse, oder? Nein! Okay. Los, kill ihn! Dann kriegst du gleich einen schönen Übertrank und dann bist du wieder topfidel. Yes! Sehr schön. Und Chen erreicht Level 58. Ist natürlich noch besser. Wie konnte ich verlieren? Ich bin erledigt. Doch die nächste Herausforderung wartet bereits. Okay. Item. Übertrag. Auf das Channel. Sehr schön. Wie viel hält der Übertrag eigentlich? Hält der alles oder nur irgendwie 150 oder so? Oh. Ich bin Agathe. Aus dem Team der Top 4. Professor Eich lobt dich in höchsten Tönen. Junger Mann. Er war einmal ein gut aussehender, stattlicher Mann. Doch das war vor Jahrzehnten. Heute kümmert er sich nur noch um seinen Pokédex. Aber Pokémon wollen ja kämpfen. Julle, ich zeige dir, wie ein richtiger Trainer kämpft. Das sieht mal sehr nach Geist aus. Dann müsste eigentlich Pikachu müsste eigentlich ganz gut sein. Wie siehst du denn aus? Agathe. Agathe Bauer. So, wenn ich da jetzt eigentlich mit Dennis so ein bisschen hier rumdonnere und Donnerblitze, müsste das eigentlich ganz gut sein. Oh, bitte mach nix. Mit KP verlieren, okay. Ja, mach ich jetzt nochmal Donnerblitz und dann ist gut. Shen müsste eigentlich auch ganz gut sein. Oh, was? Hat's keine Energie für Delegator. So. Gold. Ein Golbat. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob Dennis da so gut ist. Ich geh mal auf Shen. Ich glaube, das ist besser. Ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Aber Golbat kann auch nicht so was richtig ekelhaft ist. Wow. Da war ja richtig effektiv, Golbat. Da muss ich hier mal für in die Hände klatschen, nur. Okay. Apollo. Oh, dieser Ruf von Apollo ist so geil. Diese einfach.
und ein Auto fährt draußen vorbei. Oh, was soll das denn jetzt? Arbock. 15 Minuten haben wir schon rum. Sehr schön. War das jetzt alles? Jetzt kommt, glaube ich, noch... Nee, zwei hat's noch. Ist das das Kaputte? Ja. Ich glaube, ich mache einen Cut nach jedem hier. Dann wird das ein bisschen spannend. Gengar. Nö. Sehr schön. Oh, Gengar ist Level 60. Oh nein, das verwirrt Shen. Nicht selbst verletzen. Oh, Mann, das passiert hier so oft in Gelb, ne? Also ich meine, in Gold wäre das nicht so extrem, dass wenn ein Pokémon verwirrt ist, dass es sich dann selbst trifft. Naja, jetzt hätten wir Nummer 3 ist das schon. Oder? Ja. Da war am Anfang die... Irgendwas mit Ei am Ende und am Anfang L. Dann Bruno und jetzt hier die Agathe Bauer. Wirklich? Du bist ein ganz besonderes Kind. Du hast gewonnen. Nun verstehe ich, was der Professor meinte. Ich stimme ihm voll und ganz zu. Setz deinen Weg fort, mein Junge. Okay, gut. Dann machen wir hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann morgen oder so wieder. Tschüss.